Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Viel zu zweit. Heute mit dem freischaffenden Saxophonisten Thomas Seibig und mit Rainer Promnitz, Cellist in der Dresdner Philharmonie. Herr Seibig, können Sie sich ein wenig selbst porträtieren und uns vermitteln, was Ihre Profession ausmacht? Ja, also ich habe in Dresden Jazz, Saxophon studiert. Ziemlich spät, also ich habe mit 30 angefangen zu studieren. Und da haben mir die Lehrer zwei Dinge mit auf den Weg gegeben. Zum einen, du musst Geld verdienen, du bist alt, pack die Klarinette wieder aus, du musst ran an die Musical-Branche. Und das zweite ist sozusagen, dass mein Musikgeschmack der John Coltrane war, sich weiter gefächert hat. Und ich gelernt habe, dass es gute und schlechte Musik gibt in allen Bereichen. Und über den Jazz habe ich auch Rainer kennengelernt. Ich hatte dort in der Jugend- und Kunstschule im Schloss Albrechtsberg ein Projekt mit einer syrischen Band. Also es war so eine Mischung syrischer Musik und Jazz. Und da haben wir mit den Kindern dort einen kleinen Muck aufgeführt. Dadurch kannten die mich als Saxophonisten. Und der Rainer brachte dann ein Stück an die Jugend- und Kunstschule die Zahnfee, Mundhöhlenkantat, wo ein Saxophonist gebraucht wurde, und dann erinnerten die sich an mich, und so ist unser Kontakt zustande gekommen, und seit 6, 7 Jahren spielen wir mittlerweile auch seine eigenen Kompositionen.
Herr Promnitz, Sie sind eines der längst gedientesten Orchestermitglieder der Dresdner Philharmonie. Sie spielen seit 1980 im Orchester, haben viele Dirigenten kommen und gehen gesehen. Wie ergeht es einem als Musiker, so lange Zeit in einem Orchester zu spielen? Was macht das mit einem? Sie waren ein junger Mann, als Sie anfingen. Also ich muss sagen, die Freude bleibt. Das heißt, die Freude am Anfang war jetzt nicht so stark, weil man unter Kegel musste man sehr angespannt musizieren. Kegel hatte eine Art und Weise, die respekteinflößend war. Je kleiner die Besetzung war, umso aufgeregter, fester war er. Je größer die Sinfonie der Tausend, dann wurde er frei und hat organisiert. Wir konnten spielen. Wenn ich eine Probe mit Michael Sanderling erlebt habe oder vor allem mit Marek Janowski, ich gehe beglückt von der Bühne und weiß, ich habe das, was ich studiert habe, was mir das Leben lang Freude gemacht hat, habe ich zu meinem Beruf gemacht. Und solange ich irgendwie kann, werde ich das auch weitermachen, weil ich einfach viel Spaß dabei habe. Und es gibt noch den zweiten Beruf, nämlich den des Komponisten. Ja, das habe ich auch mal richtig studiert. Und da hatte mir Goldmann, bei dem ich mal eine Meisterklasse gemacht habe, gesagt, Herr Promnitz, wenn Sie bestehen wollen, gibt es viele Möglichkeiten. Entweder Sie bleiben im Orchester und machen den Orchesterdienst oder Sie werden ein Professor oder Sie dirigieren Ihre Werke. Und ich habe mich Gott sei Dank entschieden, im Orchester zu bleiben, denn nach der Wende war die Möglichkeit, als freischaffender Komponist zu leben, überhaupt nicht mehr da. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe und freue mich jetzt auf weitere Aufgaben. Erstens darf ich in diesem Programm eigene Stücke vorstellen und in der neuen Spielzeit, wenn alles so bei bleibt, eine Filmmusik zur Aufführung bringen. Und bin sehr froh, dass ich mich also musikalisch ausdrücken kann und brauche diese Art der Kammermusik, brauche die Art der kompositorischen Beschäftigung dafür, dass ich meinen Orchesterdienst so gut wie möglich spielen kann. Mit den Stücken, die wir heute hören, sind verschiedene Geschichten verbunden. Wir müssen nicht alle erzählen, aber vielleicht können Sie auf einige eingehen. Das erste Stück ist das Hohelied an den Unbekannten von Elsa Asenjew, der Geliebten von Max Klinger. Das ist ein Gedicht, sozusagen, was vertont ist. Und wir haben eine Version gewählt für Saxophon und Cello. Das wäre das erste. Das zweite Stück ist Tribartolo. Das ist das wichtigste bretonische, traditionelle Stück, was jeder, der die Bretagne bereist, kennt. Und überall in allen Ecken wird dieses Stück in jeder Formation gespielt. Wir haben es in einer Variante für Cello und Saxophon gewählt. Ich spreche erstmal zu dem letzten Stück. Das ist nochmal das nordische Lied, ein Stück von Lars Danielsen, einem skandinavischen Kontrabassspieler und Cellospieler. Mir hat das Stück so gut gefallen, dass ich eine Variante für Cello und Saxophon geschrieben habe, die angelehnt ist an diese Komposition von Lars Danielsen. Und das vierte Stück, was Sie an dritter Stelle hören, die längste Geschichte, ist ein Stück in Asien entstanden, ist eine Collage aus zwei Stücken, heißt in diesem Falle Zauber des Wassers. Und diese Komposition hat einen ganz traurigen Hintergrund. Zauber des Wassers ist ein Cellostück, was ich in Japan vor 2 Jahren geschrieben habe für eine Vernissage einer Dresdner Künstlerin. Über die Arbeit haben wir uns überlegt, wann das auch zur Aufführung kommt. Es sollte im März aufgeführt werden. Die Galeristin Frau Oehme-Heinze ist an Corona verstorben, also das Stück hat sie nicht gehört. Wir haben jetzt eine Variante gewählt, dass ich ein Stück, was wir als Duo zusammengespielt haben, was in Korea entstanden ist, als Collage mit dieser japanischen Komposition, als Gedenkstück für diese Veranstaltung gewählt und auch um dieses Gedenken an Frau Oehme-Heinze sozusagen zum Ausdruck zu bringen. Vielen Dank. Thank you.
Mm-hmm.